Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den wahrscheinlich zweitletzten Teil von meiner Kleiderschrank-Ausmist-Serie und dann sind wir durch. Und zwar gehen wir heute alle Unterteile durch, sprich Röcke, Hosen und Shorts. Shorts ist vor allem interessant, weil wir diese Woche noch in Urlaub fliegen. Und ich glaube, da passt nichts mehr davon, aber wir werden sehen. Und genau. Da nehme ich euch dann jetzt mal mit. Gleich vorab, meine Jeans, die werde ich wohl nicht alle anprobieren, weil da weiß ich ziemlich gut, was passt und was nicht passt. Aufgrund meiner Gewichtszunahme habe ich Hosen bestellt. Das ist noch nicht so lange her und da weiß ich, die meisten passen. Und ich habe vielleicht ein, zwei, die ich mal reinschlüpfen werde, um zu gucken, aber ich denke, es geht hauptsächlich um Stoffhosen, um Shorts, um Röcke und ja, genau. Dann legen wir mal los. Thank you.
jetzt Sportsachen nicht mitgezählt, weil bei Sport weiß ich, da kommt nichts weg. Und Sport ist für mich auch eine eigene Kategorie mit Sport-Tights und Shorts. Und ich kann euch jetzt sagen, was damit passiert ist. Also ich hatte ja jetzt quasi drei Dinge bei den Vielleicht-Sachen. Und davon habe ich zwei behalten und eins weggegeben. Ich habe die graue Hose behalten und ich habe auch den schwarzen Rock behalten. Weil die Hose, die ziehe ich doch manchmal nochmal an, obwohl sie eigentlich zu weit ist und ein bisschen komisch aussieht, wenn man sie eng schnürt. Und der Rock, ganz ehrlich, das ist nicht viel, das sind vielleicht 2 Kilo und dann sitzt der wieder richtig. Und deswegen habe ich den jetzt mal noch behalten. Aussortiert habe ich die schwarze Shorts von Bershka, die ist sehr eng an den Oberschenkeln. Und ansonsten kann ich euch verkünden, Moment, das muss ich jetzt ablesen, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich besitze 36 Unterteile und habe 7 hergegeben. Röcke habe ich noch 9, 2 Stück durften gehen. Shorts habe ich noch 7, 3 Stück durften gehen. Stoffhosen habe ich 4, eine durfte gehen. Und Jeans, war mir nicht bewusst, dass das so viele sind, ehrlich gesagt, habe ich noch 16. Und da durfte eine in der Kategorie gehen. So, jetzt haben wir noch eine Kategorie und zwar ist das der Rest. Der schließt ein Cardigans und Blazer und Sportsachen. Und dann sind wir durch mit meinem Kleiderschrank. Wow! Und dann kommt die Bilanz, wie viele Sachen ich eigentlich besitze. Ja, das interessiert mich. Und da machen wir auch so eine Schätzung. Ich habe keine Ahnung. wenn ich mir das so angucke, sieht das immer noch echt viel aus. Und ja, ich denke, da vertut man sich echt leicht. Naja, wie dem auch sei, ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Video, das dann entweder der letzte Teil vom Kleiderschrank ist oder irgendwas anderes. Bis dahin, bleibt gesund und ciao!